ich für euch hier wieder eine offene Handheld-Konsole. Ich hatte euch ja schon den Pokito gezeigt und den Ardeboy, die mir wirklich sehr viel Spaß machen und die einfach mal ein interessantes Konzept darstellen. Auch das hier ist wieder ein Kickstarter-Konzept auf Arduino-Basis und auch wieder, wie gesagt, eine offene Plattform. Ihr seht das hier schon. Und das ist tatsächlich aber die Luxusausführung. Während der Ardeboy so um die 50 Euro kostet, der Pokito so um die 60, schlägt der hier schon mit 99 Euro zu Buche, ist aber auch wirklich, wie ich eben schon sagte, eine Luxusausführung und lohnt sich aus meiner Sicht auch. Falls euch die anderen Teile gefallen haben, ist das hier auf jeden Fall auch mal ein Blick wert. Der Gemboino kommt, ihr seht es hier, aus Frankreich. Er wird in Frankreich gemacht. Und das finde ich ein tolles Konzept, denn die haben wirklich ein nachhaltiges Umweltkonzept auch. Die Verpackung ist Recyclingkarton, das kommt alles da, wo es hergestellt wird, aus der Nähe. Die achten da sehr auf Umweltstandards. Das ganze Teil, was ich euch gleich zeige, ist Recycling, wird aus alten Autoscheinwerfern, die Plastikhülle gemacht. Und insgesamt finde ich, die machen sich da wirklich einen Kopf drüber und ich finde es auch gut, dass da überhaupt mal jemand drüber nachdenkt. So, was finden wir hier in der Packung? Da finden wir einmal den Gemboino selber, das Gerät. Zeige ich euch gleich nochmal natürlich ausführlich. Und wenn ihr, so wie ich, hier die erste Version bestellt habt, man kann das aber auch als einzeln im Store kriegen, dann kriegt ihr noch eine Menge Goodies dazu. Das ist einmal hier so ein Pouch, wo ihr das reintun könnt. Dann gibt es hier die Möglichkeit, einen SD-Kartenadapter, also Micro-SD natürlich, der ist direkt dabei, wobei ich finde, dass der nicht so toll ist. Also den muss man vielleicht nicht unbedingt nehmen. Mir ist auch schon mal die Karte drin stecken geblieben. Aber es ist halt dabei und es ist ein nettes Goodie. Dann habt ihr hier das sogenannte Backpack. Damit könnt ihr halt, falls ihr da ein Interesse dran habt, auch noch Peripheriegeräte für entwickeln und dann anschließen. Dafür habt ihr dann hier auch noch Möglichkeiten, das Ganze dran zu machen. Das zeige ich euch gleich im Gerät noch. Dann habt ihr dieses Holz dabei, das ist hier auch noch irgendwie ganz süß, das ist so ein Goodie einfach nur. Das, was ihr bei der Konsole seht, so wie ich es in der Hand habe, ist nämlich nicht der Originalzustand, da sage ich aber auch später noch was zu. Ja, und das obligatorische USB-Kabel natürlich zum Laden. Dann habe ich es eben schon gesagt, so wie die Konsole jetzt aussieht, sieht sie im Originalzustand eigentlich nicht aus. Denn das hier, dieses Holzpanel, was da drauf geklebt ist, ist eben, wie gesagt, draufgeklebt. Das ist also eine ganz dünne Echtholzschicht, die eine super Haptik macht, damit die Knöpfe auch ein bisschen besser sitzen. Und das Ganze ist einfach, ja, ich persönlich finde es wahnsinnig schick. Ja, dieses Echtholz sieht einfach toll aus, finde ich, ist einfach mal was anderes. Es liegt super in der Hand. Das ganze Gerät ist sowieso sehr klein, aber echt hochwertig verarbeitet. Ja, hier, das ist der Anschluss, wo ihr dieses Backpack draufpacken könnt. Ja, und ich finde, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, das Ganze entsprechend super zu designen. Es sieht schön aus. Es liegt toll in der Hand. Ja, klar, wer jetzt sehr große Hände hat, hat wie immer wahrscheinlich eher Probleme damit. Hier ist auch noch ein Screensaver drauf. Die kann man auch noch zusätzlich kaufen. Dann kriegt man hier, seht ihr, diese Folien dazu noch, die relativ kratzfest sind auch, die dann natürlich die obligatorischen Goodies hier wie diese Staubsticker und solche Sachen dabei haben. Ich finde die Folie nicht ganz so toll. Ihr seht es ein bisschen, A, spiegelt es sehr, B, sieht man hier jede Menge Abdrücke drauf und B, C, oi, wir waren schon bei C, ja, und C, man sieht es hier nicht ganz so gut, aber sie liegt auch nicht sehr gut auf und wirft so ein bisschen Blasen, obwohl ich sonst halt immer alles sehr blasenfrei aufkriege. Also die meisten Devices, die ich euch bisher gezeigt habe, haben von mir alle eine Folie und bei den meisten sieht man es, glaube ich, erst gar nicht. Ja, und also das ist zwar die einzige, denke ich, die man so in Passung bekommen kann, aber das ist vielleicht jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, was habt ihr sonst noch in dem Gerät? Also Steuerkreuz, Knöpfe ist klar. Dann habt ihr hier noch Menüknöpfe. Da habt ihr den Micro-SD-Einschub. Kopfhörer. Da ist der An-Ausschalter. Dann habt ihr hier so einen Reset-Button. Und da habt ihr die Ladebuchse. Dann machen wir das Ganze auch mal an. Und was ihr seht, ja, habt ihr gesehen, dieses ganze bunte Leuchten hier, das ist irgendwie schon sehr toll. Man kann also leider, finde ich, die Farben hier des Bildschirms nicht so richtig gut sehen. Das finde ich so ein bisschen schade. Die kommen hier im Video nicht so wirklich gut raus. Also die Farben sind sehr kontrastreich, sehr satt. Deutlich besser, als ihr das jetzt hier sehen könnt.
Ja, was eben toll ist, ihr habt es eben gesehen, diese Lightshow hier, das Ganze hat halt Ambilight oder was Vergleichbares halt. Wenn man jetzt hier mal in so ein Spiel reingeht, dann sieht man das nämlich auch. Da, seht ihr das? Ja, das ist richtig toll. Also wenn man jetzt hier im Grünen ist zum Beispiel, dann ist das Licht grün. Wenn man halt, je nachdem, wo man hingeht und was man halt macht, ändert sich auch die Farbe des Lichts wieder. Das ist irgendwie schon ziemlich cool. Also ich finde drin, das macht irgendwie Spaß. Sieht einfach super aus. Ich habe jetzt hier leider nicht genug kontrastreiche Welten, um euch das mal zu zeigen, aber es ist wirklich so, dass sich das ändert. Und viele Entwickler nutzen das Ganze dann eben auch, um eine Menge lustige Effekte da reinzubringen. Und ich persönlich finde das super. Ja, hier habt ihr das Menü. Könnt ihr also jederzeit auch Screenshots oder kurze Videos von euren Spielen machen. Da habt ihr Lautstärke, Helligkeit, da seht ihr das auch nochmal. Ja. Das ist also eine schöne grafische Benutzeroberfläche. Da sieht man so eine ganze Menge Sachen, die hiermit möglich sind. Das ist also wirklich ein schönes Farbdisplay. Es ist relativ blickwinkelstabil, seht ihr das? Ihr seht es immer noch. Ne? Es ist kontrastreich, sagte ich eben schon. Die Farben sind viel schöner und satter, als man das hier leider im Video zu Gesicht bekommt. Es gibt eine Menge toller Konzepte. Ich persönlich kann nur sagen, da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Es gibt eine Menge Leute, die sich damit was überlegt haben, die überlegt haben, was geht denn da alles, welche Konzepte gibt es schon, was sind so Klassiker, die man natürlich einfach mal haben muss. Ich persönlich habe den Eindruck, dass man so gut wie nichts weggelassen hat, was man so vielleicht kennt. Ja, ihr seht das hier schon. Das gucken wir uns vielleicht hier nochmal ein bisschen netter an, weil das lohnt sich nämlich. Ja, also wem das nicht bekannt vorkommt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das sollte wirklich jeder schon mal irgendwie gesehen haben. Ja. So, das sind also so Dinge, wo ich sage, also von dem, was bisher schon hergestellt worden ist, kann man wirklich nur sagen, ist bestimmt jeder Geschmack getroffen. Hier sieht man nochmal so ein Mockup, was es so alles geben könnte. Wie gesagt, das ist sehr schade, dass die Farben nicht so toll rauskommen, wie ich euch das eigentlich zeigen möchte. Denn die sehen in Wirklichkeit wirklich noch viel schöner aus. Ja, also man sieht, da ist eine Menge möglich. Der Sound passt. Der Bildschirm ist wirklich nett. Batterielebensdauer sollte ziemlich lange sein. Ich habe jetzt noch nicht geschafft, an die Grenzen des Geräts zu kommen. Aber da sind schon etliche Stunden mit drin. Steuerung ist toll. Die Buttons klicken und sind wirklich super. Dieses Ambilight, wie gesagt, oder wie immer man das nennen will, ist ein feiner Effekt. Also ich persönlich finde, das ist zwar das teuerste der offenen Handhelds, was ich euch bisher gezeigt habe, aber auch deutlich das schönste. Es ist sehr abwechslungsreich. Die Community ist wirklich, ja, ich sag mal, bemüht, eine Menge tolle Sachen auf die Beine zu stellen. Die haben so eine Art Qualitätskonzept noch. Die Software, die besonders gut ist, die wird regelmäßig auch gepflegt und da wird auch dafür gesorgt, dass da bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden. Und ich muss schon sagen, die haben sich da eine Menge Mühe mitgegeben. Das ist sicherlich jetzt auch wieder nichts, wo man sagen muss, mein Gott, das muss die Welt jetzt unbedingt haben. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, das müsst ihr jetzt unbedingt kaufen, weil es nichts Besseres gibt. Aber wenn ihr euch für diese offenen Geräte interessiert, und ich finde sie eben nett und ich finde es einfach toll, was die Leute so auf die Beine stellen, und ihr habt euch noch nicht final für irgendeins entschieden oder ihr sagt auch gut, ich gebe mal ganz gerne ein paar Euro mehr aus und will einfach sehen, was so geht, dann ist das hier wirklich ein toller Tipp. Oder falls jemand sagt, Mensch, der Umweltaspekt, den finde ich super, das möchte ich unterstützen, ist auch klasse. Ja, das sind natürlich alles Aspekte, wo ich sage, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Apropos unterstützen, ich habe hier heute noch einen netten Umschlag bekommen. Den mache ich jetzt gerade mal auf. Was nämlich auch ganz witzig ist hier, wobei ich das hier in einem Wettbewerb bzw. Preisausschreiben gewonnen habe. Aber tut der Sache im Prinzip erstmal keinen Abbruch. Das ist nämlich das hier. Das ist nämlich auch ein lustiges Konzept. Schaut mal. Da kann man nämlich zu den Spielen passend Sticker kaufen. Und mit diesen Stickern, die auch wirklich ganz hochwertig sind, wie ihr hier seht, könnt ihr die Entwickler unterstützen. Die kosten 2 Euro, der Sticker.
Und 1 Euro geht immer an die Entwickler. Denn man darf ja nicht vergessen, Open Source heißt ja nichts anderes als, ihr könnt euch die Sachen alle kostenlos runterladen und auch alles benutzen und auch verändern. Und normalerweise kriegen die Entwickler ja nichts davon. Aber hier in diesem Fall, wenn ihr solche Sticker kauft, dann geht 1 Euro von den Stickern an die Entwickler. Kann man ja auch mal machen, falls man das Ganze sich dann vielleicht mal im Store anguckt. Der Euro rauf oder runter. Wie gesagt, da gibt es noch eine Menge Zubehör zu kaufen. Das macht es ja jetzt dann auch nicht aus. Ja, das war's dann schon von mir für euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und tschüss!